geht nicht. Gut, meine Freunde, heute haben wir was richtig Krankes geplant. Und zwar, Leute, wir dachten uns so, was ist Eggs größte Angst? Ganz einfach, Hunde, Leute. Egal welche Größe, egal welche Rasse. Egg hat Angst vor Hunden. Wir holen uns kein Hund. Okay, gut. Und wir dachten so, warte mal kurz, wie wär's, wenn wir einen Hund nach Hause bringen, Leute? Wir werden gleich einen Hund abholen. Das ist natürlich nicht unser Hund, Leute. Wir werden auch später wieder zurückbringen. Aber Egg wird denken, dass es unser Hund ist, Leute. Und dass er jetzt für immer hier leben wird. Und ich bin sehr gespannt, wie Egg reagiert und wie schwer ein Leben wird mit einem Hund. Hunde sind so anstrengend, Leute. Zuerst hat er gespielt, als würde es keinen Morgen geben. Und jetzt tut er so, als würde er irgendwie keine Ahnung was haben, Alter. So eine Drama-Queen. Den Namen, wir nennen jetzt Cursey oder Knopfi, eins von beiden. Wir gehen jetzt zu einer Hundewiese, Leute, weil wir wollen nicht, dass er ein Pipi in Eggs Bett macht. Aber es wäre auch lustig eigentlich. Aber wir übertreiben mal nicht, Leute. Wir machen das mal lieber nicht. Also Leute, wir sind jetzt hier draußen mit dem Hund Gassi. Ich muss kurz sagen, wir haben Egg schon gestern so gesagt, ja Egg, wir werden uns einen Hund kaufen und so. Morgen werden wir uns einen Hund anschauen und wenn es gut ist, nehmen wir sogar vielleicht einen mit. Wir überlegen uns einen Hund zu holen, Leute. Ja, stopp mal kurz, ich fühle mich, gell, als würde ich glaube sagen, ich bin schwanger, ich bekomme ein Kind. Alter, und Egg ist mein Kerl oder so. Nee, Leute, wir überlegen uns echt einen Hund zu holen. Und wenn ihr sehen wollt, wie Egg reagiert, schreibt jetzt Hashtag in den Kommentaren. Wir holen uns keinen Hund. Egg hat ja so Angst. Nein, wir holen uns keinen Hund. Egg, erzähl jetzt auch, was du Angst vor Hunden. Wir holen uns keinen Hund. Ich erzähl. Nein. Als sie 3 Jahre alt war. Das war sie unter einem Tisch. Meine Mutter war auf so einem militärischen Fest, da waren ganz viele Frauen da. Und eine davon hat einen Hund. Alina mit ihren 3 Jahren und ihren Fettbeinen konnte sie nicht laufen. Deshalb ist sie über den Tisch gekrabbelt. Dann auf einmal ein kleiner Hund kam. Er war kleiner als Egg. So klein. Und hat sie angeschnuppert. Wir holen uns kein Hund. Sorry. Okay. Das ist natürlich nicht unser Hund, Leute. Aber wir haben den von einer Freundin der Familie und jetzt chillt er hier für einen Tag bei uns, Leute. Was denn für einen Tag? Für ein paar Stunden. Und Egg denkt aber, dass das der Hund von uns ist. Weil, Leute, die hat ja riesige Angst vor Hunden und das ist so, das ist die perfekte Gelegenheit für einen Prank. Der Hund ist süß, klein und sehr aufgewühlt. Und Egg hat Angst vor aufgewühlten kleinen Hunden. Leute, ich habe voll vergessen zu fragen, wie er heißt. Für uns heißt er jetzt Cursey, aber ich frage mal nach seinem echten Namen. Ich wollte vergessen zu fragen. So, der Hund ist sehr, der hat sehr starke Stimmungsschwankungen, genauso wie Egg, Leute. Ich hab Hunger, Alter. Was soll ich machen? Nee, du nervst voll. In einer Sekunde wäre er nach Hause, in der anderen Sekunde bellt er und in der anderen Sekunde rennt er hier im Feld rum. Keine Ahnung, was mit ihm los ist, aber er ähnelt Egg. So einen Hund zu haben, Alter, voll anstrengend, jetzt schon. Hund, was ist denn das? Da ist einfach nichts. Wie macht er jetzt nichts? Er guckt das Leere an, Leute. Ja, willst du nur? Oh Gott, der hat meine Haare, Blake. Ja. Wenn er müde ist, Leute, kein Problem. Wir haben jetzt 2 Hundebetten, die eigentlich für Blake sind. Aber Blake benutzt sie nur zum Kaputtmachen. Komm hier. Ja. Oh mein Gott, wie so ein kleiner Plüschtier. Bist du ein Plüschtier? Gott, bist du ein Plüschtier? Leute, er heißt Rocky. R-O-C-K-Y. Rocky. Rocky. Cursey? Oh, auf Cursey reagiert. Sei ehrlich, heimlicher Spitzname, Leute, geklärt. Leute, wir gehen heim. Er hat zwar nicht gekuckut, aber er hat gepipit. Oh mein Gott, reden Hundebesitzer echt so? Ja! Leute, er will die ganze Zeit irgendwo hinrennen. Meine Kraft, meine Beine tun mir. Und mein Herz schlägt ganz schnell. Komm, Junge, ey, wir. Ich kann nicht mehr. Hi. So anstrengend, Leute, aber ich glaube, jetzt wird das safe nicht zu Hause aufs Klo gehen, weil ich habe noch nie gesehen, dass ein Hund so auf Pipi macht. Was denkt ihr, wie Egg reagiert? Erste Variante, sie hat Angst und schreit uns an. Oder zweite Variante, sie gewöhnt sich an den Hund und versucht ihn zu streicheln. Was denkt ihr? Schreibt jetzt Hashtag 1 oder Hashtag 2 in Kommentare. Ich glaube, es wird, oh, schwierig. Hashtag 1, weil Egg ist nasty. Mach Sitz. Sitz. Leute, wie habt ihr eurem Hund Sitz beigebracht? Habt ihr ausgemacht, so Sitz? Oder ich glaube, er hat das, er kann das schon. Oh mein Gott, Rocky, das durftest du gar nicht nehmen. Er hat einfach das ganze Leckerli geklaut. Der ist wie... Oh Gott, was war das? Magst du mich auf einmal tun?
Gönge Diggi. Der Hund mag wirklich jeden. Oh mein Gott, Stefan mag Egg nicht. Ich frage mich wirklich, wie er gleich reagieren wird, Leute. Ob er Egg mag, weil er mag irgendwie jeden. Oder ob er Egg hassen ist. Stefan, er beißt Egg in diesem Video. Gönge Diggi. Ich habe extra mein ganzes Bodenzeugs weggeräumt, Leute. Mein Berg hier habe ich gut verschlossen, wie ihr seht. Ich wusste nicht, dass er gar nicht hochspringen kann. Sonst hätte ich meinen Berg offen gelassen. Sitz. Gönge Diggi. Der Zucker in meinem Mund. But I can't believe I let you slip. Er hat seine Zunge direkt in mein Maul gesteckt. Das ist unser neuer Hund. Das ist nicht unser neuer Hund. Da? Nein. Komm, ey. Der hat gerade von den roten Teufelsaugen. Bleib alle. Also, ist jetzt echt übertrieben. Er hat in ihre Stinkefüße gerochen. Jetzt heult die rum. Er hat mich gerade wirklich so stark genervt, Leute. Wirklich unglaublich. Seine roten Teufelsaugen. Ihr Ernst? Ihr habt seine Augen gesehen. Wenn nicht, guckt jetzt. Digga. Ich hätte verstanden, wenn ein Hund sie wirklich gebissen hätte, gell? Aber er hat sie angestopft von seiner Nase. Das mit dem Wort so und das geht nicht. Scheiße, ey, komm. Oh Gott, das fließt. Okay. Und du warst ein Babytiger. Stimmt. Digga, du kannst keinen Hund mit sowas vergleichen. Gönge Diggi. Stimmt, ein Tiger würde dich zerfleischen. Gib den auch, Alter. Bescheuert. Der gehört jetzt uns. Nein, der gehört nicht uns. Verarsch mich nicht. Du, natürlich gehört der. Der gehört nicht uns. Doch. Wir haben keinen Hund in dieser Wohnung. Das ist das schlimmste Video ever. Seitdem ich bei YouTube dabei bin, das schlimmste. Leute, wir haben jetzt aller Ernstes einen Hund, Alter. Hätte das jemand geglaubt? Das ist das allerschlimmste Video auf Erden. Leute, ich muss euch ehrlich sagen, es war wirklich die erste Reaktion. Er hat Angst vor dem und wird sauer. Ich hatte recht. Ich hoffe, alle, die eins gewählt haben, hatten auch recht. Weil, also, sorry, wie kann man so Drama sein, Leute? Der Hund, der ist so klein. Herr Eck, komm mal her. Nein. Komm, setz dich mal kurz neben mich. Ich will keinen Hund. Ja, das ist ja mein Hund, nicht dein Hund. Nein. Ich muss mit dem Wohnung suchen, das geht nicht. Ey, komm, wie süß der ist. Süß. Vitamins in History Books. Ich weiß nicht, was sie sich dabei denken, Alter. Einen Hund in unsere Wohnung anzuschleppen. Was ist das? Rocky Cursey, Knopfi und ich geben Egg jetzt so ein bisschen Gedenkzeit, 15 Minuten. Und dann kommen wir gleich wieder. Komm, Rocky. Tschüss, Leute, bis gleich. Ein Egg. Wir kommen 15 Minuten wieder und bis dahin musst du dein Zimmer Hunde clean gemacht haben. Ich muss mit dem Wohnung suchen, das geht nicht. Leute, in mein Zimmer kommt kein Hund, wird kein Hund kommen und da ist auch kein Hund. Aber Leute, ich muss mal nach Wohnungen gucken, Alter. Leute, ganz sicher bleibe ich nicht mit einem Hund unterm Haus, Alter. Das ist gut, guck mal. Er hat nichts gemacht. Nein, gar nichts. Du hast ihm nichts gemacht. Hast du ihm nichts gemacht? So schlimm, ey. Du guckst mich so böse an. Ich glaube, Egg wird jetzt eine neue Story haben. Ich würde sagen, ein Hund hat mich 2 Stunden lang angegriffen. Nein. Ja, dann hat er mich gebissen. Ich muss ins Krankenhaus. Resitzt, Rocky. Resitzt? Mercy! Mercy, du bist ein Hund. Seid ihr stolz auf Egg, Leute? Ich bin schon stolz auf Egg. Sie hat nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder einen Hund gestreichelt, was echt lange nicht mehr da war, Leute. 12 Jahre. Egg, wie findest du den Hund? Sollen wir den behalten? Ich muss mit dem Wohnung suchen, das geht nicht. Okay, da hast du Glück, because it's a prank. Das ist gar nicht unser Hund. Aber ich meine, Leute, ich sag euch ehrlich, so nach dem Tag heute habe ich schon Bock bekommen auf den Hund. Nein. Wäre schon wild, Alter. Ein kleiner Bock. Das heißt, ihr habt mich wieder geprankt. Ja. Also Leute, am Anfang habe ich schon ein bisschen übertrieben. Das, das kann schon sein. Er war schon ganz cute, muss ich sagen. Aber ich will trotzdem keinen Hund und ich will auch damit nicht klarkommen. Also Selena, ich will keinen Hund. Okay, dann holen wir uns Schlangen, oder? Und Eidechsen. Wir holen uns gar nichts und bleiben bei süßen Kaninchen. Gönge Diggi.
Leute, das ist jetzt mein Smoothie vom letzten Video. Also, das ist nicht der vom letzten Video, aber das ist ein neuer. Weil ich trinke jetzt auch diese Säfte, Leute. Ich habe heute Morgen sogar eine halbe Flasche Wasser getrunken. Ja? Man lernt von den Besten. Ich habe voll Bock auf Maggis. Nach einem gesunden Smoothie muss man sich fett gönnen. Jetzt wird gegönnt. Ich gönne, aber das ist wirklich das einzige Mal, wo ich in diesem Monat gönne, weil ich habe mehrere Termine. Mehrere Termine? Schon wieder Lippen oder was? Nein, Augenbrauen-Lifting. Ich habe gesehen, dass du Falten bekommen hast, Egg. Was? Hab ich Falten bekommen? Ein Egg gönnt immer. Oh mein Gott, Leute, habt ihr Bock auf einen Tag lang Leben mit Egg und einem Hund? Was? Ja, schreibt Hashtag Egg in Kommentare. Nein. Du, das ist wie Therapie. Nein, das ist nicht. Ja, eben, das ist ja voll gut eigentlich. Psychotherapie ist ja Psychotherapie. Psychotherapie ist. Nichts riecht nach ihm. Meine Socke. Denkst du an den Kuss? Oh Gott, Digga, ich weiß nicht, ob man das auf Kamera gesehen hat, aber falls ja, muss das wirklich in Slow Motion einblenden, Alter. Der so. Oder diese seine Zunge so hier hinten auf meinen Gaumen gedrückt, Leute. Ey, das war wirklich so eklig. Der Hund kann froh sein, dass ich da noch nichts gegessen habe. Weil jetzt nach dem Smoothie, Leute, hätte der das jetzt gemacht, ich hätte mich safe übergeben. Mein Yum Yum fängt an, eine komische Farbe zu bekommen, Leute. Einfach köstlich.